Hallo, hier ist euer Robin mit einem weiteren Video auf in unserer neuen Rubrik zum Thema Ernährung und Immunsystem. Im heutigen Video erklären wir euch, welche Risikofaktoren in Verbindung mit dem Coronavirus existieren und was ihr individuell dagegen tun könnt. Ja, der Coronavirus und die damit ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 bestimmen momentan ja maßgeblich unser aller Leben. Leider ist zum jetzigen Zeitpunkt noch relativ wenig über die Krankheit und deren Verlauf bekannt, weshalb es auch nur bedingt Behandlungs- und Vorbeugemaßnahmen gibt. Im Rahmen erster Erhebungen hat sich aber gezeigt, dass bestimmte Risikofaktoren die Wahrscheinlichkeit eines stärkeren Krankheitsverlaufs erhöhen können. Diese Risikofaktoren sind unabhängig vom Alter zum einen Übergewicht, Bluthochdruck und Diabetes. Spätestens jetzt ist es also an der Zeit, genau an diesen Faktoren zu arbeiten. Bei den meisten Betroffenen treten diese Faktoren immer gemeinsam auf in Verbindung mit dem metabolischen Syndrom. Keine Panik, ihr müsst jetzt nicht gleich an drei Fronten gleichzeitig kämpfen, denn in den allermeisten Fällen ist es so, dass eine Gewichtsreduktion auch dazu führt, dass der Blutzuckerspiegel sinkt und dass der Blutdruck auch sinkt. Das heißt, in erster Linie fokussieren wir uns jetzt auf Gewichtsreduktion. Wie solltet ihr also vorgehen? Für eine Gewichtsreduktion ist ein Kaloriendefizit unerlässlich. Das heißt, ihr müsst weniger Kalorien zu euch nehmen, als dass ihr verbrennt. Das heißt, in erster Linie solltet ihr mal eure Ernährung etwas genauer unter die Lupe nehmen. Im Rahmen einer ausgewogenen und gesunden Ernährung ist ein moderates Kaloriendefizit anzustreben. Das heißt, nicht zu krass. Um aber euer Kaloriendefizit noch ein bisschen zu vergrößern und auch euren Stoffwechsel entsprechend anzuregen, solltet ihr auch Fitnesstraining machen. Lasst euch da doch mal von unserem Online-Portal inspirieren, wenn ihr es nicht schon getan habt. Im Idealfall solltet ihr 3 bis 5 Trainingseinheiten pro Woche mit angepasster Intensität absolvieren. Also, startet jetzt, werdet aktiv, um die Wahrscheinlichkeit für einen schwerwiegenden Krankheitsverlauf möglichst gering zu halten, und gleichzeitig könnt ihr auch das Risiko minimieren für kardiovaskuläre Krankheiten, bedeutet Schlaganfall oder Herzinfarkt. Im nächsten Video erklären wir euch, wie ihr euer individuelles Risiko bei Übergewicht bestimmen könnt, und in diesem Sinne bleibt gesund, bleibt aktiv. Bis dahin, euer Robin. Ciao.